Herzlich willkommen, liebe Freunde, zurück zu Let's Play South Park, der Stab der Wahrheit. Wir sind hier im komischen Esel. Wie hieß die Bar nochmal? Ich hab's schon wieder vergessen. Der Giggling Donkey, der kichernde Esel. Wir haben hier es mit ein paar Elfen zu tun. Irgendwo ist Cartman. Der wird irgendwie... Der wird gerade irgendwie zur Sau gemacht. In der letzten Folge sind wir in die Falle des Barden getappt. Und den müssen wir jetzt verfolgen. So, jetzt lasse ich das Gequatsche mal. Wir müssen zur Tat schreiten, Freunde. Da oben sehe ich doch schon eine Lampe, die wir auf den Elfen herniedersausen lassen können. Alter, der sieht krass aus hier. Alter, diese Nagelbretter, okay. Lass mal hier die ganzen Getränke kaputt machen. Die ganzen Metgetränke natürlich hier. Ist kein Saft oder so, das sind alles Männer hier. Entschuldigung, wir müssen mal ganz kurz, einen Moment, da muss ich kurz zugucken. Vor allem, seht ihr die kleine Nase? Seit wann haben denn bei South Park Leute Nasen? Hier, guck mal, die kleine Cartman-Nase. Ich weiß nicht, ob ihr das in Full HD sehen könnt. Vor allem, er tut das hier. Pass mal auf. Pass mal auf. Zack. Scheiße, wir hätten die da hinlocken können, glaube ich. Jetzt kriegen wir die, glaube ich, nicht mehr platt gemacht ohne den Kampf. Na gut. Ach, und übrigens, Energy Bits hatte, glaube ich, in der letzten Folge geschrieben, wir können die jetzt anfurzen. Oh Gott, nein, 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 nein. Mit einer Furzgranate. Nee, wie war das? Wie ging das nochmal? Nee, Begleiter war es nicht. Ach so, okay. Also erst müssen wir die, Ach Mann, die Steuerung. Verdammt. So, erstmal betäuben. Und jetzt anfurzen, ne? Und angreifen. Der eine ist nicht mehr betäubt, aber egal. Also sind angeekelt jetzt. Jetzt funktioniert das Ganze. Den Bogen, wollen wir den mal nehmen? Ich will mal ganz kurz untersuchen. Halt. Schwach gegen Frost. Schwach gegen Feuer. Beide schwach gegen Feuer. Feuer. Und angewidert. Da könnte der Bogen eigentlich ganz gut nützlich sein, oder? Einen starken Angriff. So, er brennt. Können wir eine Fähigkeit nehmen. Weil ich da gerne den Hammer nehme. Da gibt es nämlich heiligen Schaden dazu. Hussa! Der zieht nämlich ordentlich was ab. So, Zorn der Elfen. Angriff erhöht. Verdammt. Ja, mein Furz schwebt noch in der Luft. Verdammt. Okay, er ist schon raus. Krass. Na, dann machen wir jetzt ein schnelles Ende. Komm mal her, Junge. Brauchst dich gar nicht aufrichten. Feierabend. Nice. Nee, lass den mal noch. Lass den mal noch. Der Cartman kann hier noch ein bisschen rumliegen. Das schadet nicht. Ja, doch. So. Was gibt's hier noch? Ein Getränk. Den Strohhalm nehmen wir mit. Noch ein Getränk. Ja, doch, Butters. So, hier können wir aber auch noch rein. Machttrank. Hammer voll. Pfeil sticken. Für meine Klamotte. Gesundheitstrank, Löffel, Spielzeugauto. Wir nehmen alles. Da waren wir schon drin. Gut. Ja, oh, Butters. So. Wie kommen wir hier durch? Muss ich vielleicht doch zuerst den Cartman heilen? Na gut. So, Begleiter. Los, Butters. There, there, buddy. You're gonna be okay. His powers were too strong. The Bard, he's up in one of the rooms. They took Princess Kini. They took her upstairs. I'm sure they're gonna rape her. Don't let them rape Princess Kini. Alter. The Wizard King is done for. Das sind Kinder. Take out the new kid while I go upstairs and make contact with the King of Elves. Der Elfenkönig, begib dich in den zweiten Stock der Taverne. Jetzt ist hier offen auf einmal. Okay, hier sind Nagelbretter, aber warum ist hier eine Kerze? What? That'd just be silly.
Hm. Ah, jetzt können wir hier rüber, verstehe. We should give this in a really mean online review after we're done killing everybody. Use your magic on the front door, douchebag. Oh, da ist Tweak, aber... Ah, okay. Hey, open the door! What? That'd just be silly. Und, That's cheating. Hä? Drachenschrei? Ach nee, warte, ich brauch die Furzgranate. Verdammt, ey. Dankeschön. Oh, Alter. Hier geht alles zu Bruch. Zack. Was war das für eine Stimme? So, erstmal looten hier. Ist noch irgendwas? Giggling Donkey. Ja, aber wie können wir... Wir müssen die angreifen, oder was? Na dann. Zack. Nein! Ihn nochmal außer Gefecht setzen. Jetzt ihn. Oh, okay, er kann nicht angewidert sein, aber er ist noch angewidert, ne? Für immer jetzt, oder? Und jetzt angreifen. Er ist nicht mehr angewidert. Verdammt. Mann! Alter. Oh, Alter. Scheiße. War das brennt. Egal. Krass, 810 TP. So, wir untersuchen das mal eben. Immun gegen Magie. Immun gegen angewidert. Ah, okay. Und der hat die Inferno-Klinge. Krass. Also anfurzen, Mana bringt gar nichts. Aber nichtsdestotrotz machen wir krassen Schaden mit der Waffe. Oder auch nicht. Gut, er hat auch sehr viel. Dann müssen wir den Hammer der Stürmer rausholen. Auch wenn wir brennen. Okay, er konzentriert sich. Ich glaube, das müssen wir unterbinden, schnell. Er konzentriert sich immer noch, verdammt. Ich glaube, wir müssen... Warte, was müssten wir machen? Irgendeine Spezialfähigkeit, ne? Ich sauf mal schnell was. Ein Mana-Trank. Was? Wie? Ich will für Badass. Geht nicht? Egal. Wir schaffen das trotzdem. Wir schaffen das trotzdem. Rüstung erhöht. Na super. Scheiße. Debuffs entfernt. Nee, das, boah, Alter. Junge, was für eine Kombo. Aber kein Problem, mein Freund. Gar kein Problem. Jetzt kriegst du erstmal einen Schlag in die Nüsse, Minjung. Feierabend. Jo, okay, das bringt echt nicht so viel. Verdammt. Nein, zu früh. Oh, Alter. Scheiße, Alter. Das ist echt gut. Okay. Okay, kein Problem, kein Problem. Erstmal beleben wir den Badass wieder, den Guten. Da brauche ich doch so einen Taco für. We're still doing this, right? Hä? Wo sind die denn? Wiederbelebungstrank? Come on! Wo? Hä? Ah, hier. Ich bin so bescheuert. Entschuldigung. So, erstmal hier auf einen guten Badass. So, pass auf. Immer auf ihn. Immer auf ihn. Der ist erstmal wichtiger. Jetzt ist Badass dran. Oder... Ah, okay. Er ist erst dran. So. Wir müssen jetzt erstmal ihn heilen. Wahrscheinlich wird Badass gleich wieder sterben. Gesundheitstrank klein, groß. Geben wir erstmal unserem Kollegen. Zack. Dann müssen wir wieder den Hammer nehmen. Ah.
Und nochmal drauf. Puh. Das war nicht schlecht. So, jetzt schnell für Butters noch ein. Gesundheitstrank. Groß, ja, nehmen wir mal. Let's go, gib ihm. So. Ich würde gern das mal ausprobieren. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal gemacht habe. Stürmender Bulle. Weil mit dem brennenden Kopf. Fuck, was? Gar nicht gelesen, was ich machen muss. Egal. Okay, das läuft gut, das läuft gut. Wir haben ihn gleich. Nur noch 300. Ah! Nein, er konzentriert sich wieder. Egal. So, erstmal die Buffs entfernen. Nein, ich... Egal. Falscher Trank. Irgendwie bin ich heute nicht so auf dem Dampfer, Freunde. Wir haben Bohlen. Steinpapier, Nüsse, Junge! Und nochmal nachtreten. Jawoll. Das war es. Das war es, Freunde. Offiziell war es das. Aber das Krasse, das hätte ich mal schon eher machen sollen, weil dann sind die Gegner ja betäubt, ne? Pass mal auf, Junge. Zack. Angriff erhöht. Ach, er lebt noch. Verstehe. Nee, erstmal kriegt er. Er steht wieder. Aber kein Problem. Feierabend. Tschüss. Fähigkeit erhöht. Angriff erhöht. Und verkackt. So, Junge. Ja. So, Junge. Jetzt kriegst du den Basie. Zack, Home Run. Oh, fuck. Zweimal. Scheiße. Jetzt holen wir uns. Jetzt holen wir ihn uns. Hüa! Sieg, Freunde. Wir haben es geschafft. Wo ist der König? Er ist oben. Er ist schlecht. Gut, dass meine Medizin-Skills plus 4 sind. Wir revivieren den Wizard. You guys get upstairs. Alles klar. Waldelfenrüstung. Na, super. Barkeeper, Schnurrbart, nach hinten gegelte Perücke, Geld, Tempotrank, Elfenaufhetzen eines zerrissenen Mantels. So, wir nehmen alles mit. So, hier noch was drin. Alter, wenn die Eltern nach Hause kommen, ey. Wie sollen wir das denn erklären? Naja, ich wohne ja hier nicht. Alles cool. Wie war das bei der ersten Regel? Die erste Regel für eine Hausparty ist, veranstalte sie niemals bei dir. So, mehr gibt's hier nicht, ne? Dann gehen wir nach oben. Oh, der Barde auf uns wartet. Mit seinem Barde. Oh, Prinzessin Kenny, ich komme! Alter, ich will da gar nicht rein. Jimmys Garagenschlüssel, nice. Geld und hölzerne Parierstange. Ein neuer Aufsatz. Da können wir nicht rein, aber in die Garage können wir. Hier ist ein Balkon mit Wald. Und da wird heftig gepoppt. Dann retten wir mal Prinzessin Kenny. Let's go. Oh Gott. Okay, da oben ist eine Bowlingkugel. Hier kann ich was anschießen, aber da oben ist auch noch was. Ah, so kommen wir da ran. Verstehe. So, die Kacke, die gepinkelt hat. Ganz tolles Buch. Funkelherzsticker. Gesundheitstrank. Nehmen wir alles. Da kann ich noch gegenschlagen.
Ah, und so kommen wir da ran. Verstehe, verstehe. So. Jetzt kommen wir hier hoch. Jetzt können wir kaputt hauen. Jetzt können wir da runtersliden oder was? Hui! Sieg! Gar kein Problem. Kehre zu Cartman zurück. Was mit ihm hier? Kann ich nicht looten? Komm, Ballas, hör auf, da rumzuspielen. Wir arbeiten. Princess Kini, how badly did they rape you? I can't get through. The door appears to be enchanted, so I can't turn the knob. You can't hold the doorknob, Bard. That's cheating. Yeah, I can. I have the stick of truth, which means I control the universe, and I say holding the doorknob is okay. Is okay. Can he do that? He has the stick of truth. He can do what he wants. Damn it! There's got to be another way into this room. Hey, let us up! You're not getting up here. The ladder's up here with me, and I'm sure as shit not coming down there. Alter, ich baller dich runter, Junge. Ich muss irgendjemanden schicken, Prinzessin Kenny. Oder ich schicke eine Furzgranate hoch. Das bringt auch nichts. Ich muss erstmal wechseln. So. Those are some big old biddies. Man, oh man. Good job, Princess Gone Wild. Double D Buddy Powers. Oh mein Geld, Gesundheitsdrang, Tempotrank, zersplitterter Pfeil, Terrence Actionfigur. So, jetzt können wir da hoch. Ja, doch. Ich will erstmal hier alles kaputt machen, Junge. So, na dann komm, Prinzessin Kenny. Vielleicht können wir deine Möpse noch gebrauchen. Ja, Ruckel, das ist voll sexistisch. Wofür sind diese... diese Fledermäuse? Ich verstehe es nicht. Das lockt doch niemanden an. Lockt ihn das an? Kann ich hier noch was kaputt machen? Ah, okay. Oh Gott, Alter, ist sie schnell. Okay, wir hätten irgendwie beide Ratten erwischen können, aber da hinten ist auch noch ein. Oder vielleicht reicht unsere Granate. Unsere Granate bis da hinten. Oh, verdammt. Wenn wir uns beeilen mit der Furzgranate, dann könnte das... Okay, zumindest den Elf haben wir geschafft. Ich muss die Ratte außer... Nee, scheiße. Das funktioniert nicht. Quiek, quiek. Abwehr erhöht. Angriff erhöht. Können wir sie erstmal ohnmächtig machen? Zack, 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 bam. Zack. Das ist echt krass eigentlich. Das muss ich mal öfter machen. Ratten mit Ratten bekämpfen. Nee, das brauchen wir nicht machen. Ich versuche mal Kennys Bogen. Klicke immer mit der linken Maustaste, wenn Kenny funkelt. Also, Kenny hat bis jetzt nicht gefunkelt. Da sind Herzen gekommen. Was für eine Beschreibung. Ah, fuck me. Nee, du, lass mal. Boah, er fürchtet sich jetzt voll. Kann man die jetzt nicht irgendwie angreifen und dann sind die gleich down? War das nicht so? Ja, genau. Wunderbar. Geldelfenort Terrence Actionfigur. Roid-Ratte. Shin-Pokémon. Hier ist noch eine Kiste. Pfeil und Bogen, Geld, Mana-Trank, Gesundheitstrank, Fetzen eines tausend Mantels und Actionfigur. So. Hier können wir noch looten. Waldelfenhandschuhe. Cool. Da oben ist noch eine Kiste. Ah, jetzt kommen wir in das andere Zimmer. Verstehe.
Hey. So. Gut, das war's hier oben, glaube ich. Aber was sie sich auch für eine Mühe gemacht haben, hier oben hast du auch Aussicht. Und hier hast du noch Fässer. Sehr cool. So, Barde, stelle dich! You've nowhere to run, Bard. Give me the stick of truth. Take it from me if you can, Wizard King. Step forward now and fulfill your 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 Er schafft das, er schafft das. Wir lassen ihn, wir lassen ihn ausreden. Step forward now and fulfill your Du schaffst das. Komm. Ja, jetzt, jetzt, das ist er. Komm. Ja, ja, nochmal, nochmal. Gleich, gleich. Ja? Ja, ja? Step forward now and fulfill your destiny. Jawohl. You're no match for a grand wizard. The stick belongs with us. And I shall use every bardic power in my class to keep it from you. Fine, you wanna throw down, bro? Kick his ass, douchebag. Who is douchebag? That's Sir Douchebag to you. And he's about to teach you some manners, bard. Okay, Cartman. Lied des Rattenfängers. Oh, wie niedlich. Oh, wie süß. Okay, wir versuchen mal unsere Fähigkeit. Ah, scheiße, da komme ich durch. Ich muss mehrere treffen. Da treffe ich auch ihn hinten mit. Das können wir gleich mal nutzen. Home Run! Na super. So, jetzt können wir den Barden schon... Ja, was... Do you like the taste of salted pork rump in a map? Kenny verzaubert die Kreaturen in den Tummel deiner Schönheit und dann sendet sie gegen deine Feinde. Das hatte ich ja schon mal versucht, das hat nicht funktioniert. Mal gucken, ob das jetzt klappt am Barden. Jetzt bin ich aber gespannt. A und D. Du hast es geschafft. Jawohl! Er blutet, aber es hat nicht viel gebracht. Oh, 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 oh. Ey, Quatsch! Falsche Taste. Nein! Ich glaube, ich habe verkackt. Nein! Was? Ich schlafe? Scheiße. Na toll. Ah, okay, ich bin da. Ups. Oh Gott! Er wirft mit Stein! So, mein Freund. Jetzt kriegst du aber mal. Verdammt. Ding in die. Ah ja, so. Jetzt ist er nämlich down. Können wir das auch mal probieren? Kenny knutscht deine Feinde ab, um sich völlig aus der Bahn zu werfen. Halte linke Maustaste gedrückt, bis Kenny funkelt. Okay. Kretze. So, mein Guter. Ich glaube, der hat alles, was man nur haben kann. Angeekelt, betäubt. Und der kann nichts dagegen tun. Verzauberung? Ah, verdammt, das war nichts. Voll verkackt. So, können wir hier noch was machen? Oh, er ist wieder wach. Home Run! Alter. Vor allem auf dem Behinderten, ey. Das ist schon mies. Aber wir wollen niemanden ausgrenzen. Kann ich viel machen. Weh. Nicht schlafen, nicht schlafen, nicht schlafen! Komm, zieh durch! Hm. So, erstmal gibt's ein Tränkchen. Kenny schläft noch fein. Mana-Trank. Machen wir schon mal einen großen. Aber eigentlich wird ein kleiner reichen. Zack. Nein, ein kleiner reicht nicht, verdammt. Hm, na gut. Dann kriegst du so.
Mit dem Schwert, mit der Hellebarde. Angriff erhöht. Oh verdammt, boah, das ist so schnell. So, jetzt aber nochmal. Kleiner Mana-Trank. Quatsch. Oh, ich bin auch bescheuert. Ich brauche doch einen Machttrank. So. Zack, das reicht nämlich vollkommen, Freunde. So. Zack, 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 zack. Betäubt. Und nochmal nachtreten. So, Junge, und jetzt kassierst du. Gnadenlos. Zack. Los, Prinzessin Kenny. Ach, das lohnt nicht. So. Können wir jetzt nochmal? Na klar, können wir nochmal. Machen wir das hier nochmal. Ich weiß nicht, was ich machen muss. Verdammt, ich habe nicht gelesen, was ich tun muss. Egal. Es ist eh gleich geschafft. Es ist eh gleich geschafft. Oh yeah? A pox on your nets. Close your eyes, no more thinking about. Gar kein Problem. Ich schlafe nicht. Ich schlafe nicht. Jesus, for you are blessed. So, jetzt machen wir dem ein Ende. Feierabend. Das war es, Barde. Oh, Prinzessin Kenny. The stick is ours. Yeah. Jawohl. So. Krücke der Schwäche. Wir nehmen ihm jetzt sogar noch die Krücke weg? Krücke der Schwäche. Die Krücke der Schwäche. Alter, Geld, Fetzen. 11 Uhr Videospiel. Oh, hier. Der fette Loot. Waldelfenmütze, Geld, Gesundheitstrank, Mana-Trank, Gesundheitstrank. Nehmen wir alles. Der eine Ring. Geh mal weg, Cartman. So, das nehmen wir noch alles. Hier die Lampe machen wir kaputt. Oh, hier noch die Gitarre. So, das war's. Dann gehen wir wieder raus. Let's go. So, hier waren wir drin. Da können wir nicht rein. Ja, dann können wir wieder nach unten gehen. Würde ich sagen. So, ab nach draußen. Wir müssen doch raus, oder? Kehre zum Kastell Cooper zurück. Dann sprich mit Cartman, um dein weiteres Vorgehen zu besprechen. Hä, aber der ist doch noch oben. Müssen wir hier mit dem sprechen? Hä? Nee, oder? Cartman? Ready to leave, Sir Douchebag? Ach so. Ja. Wir sind fertig hier. Haben alles getan. Der eine Star. Stick of Truth is back where it belongs. Great job, men. Douchebag, for your heroic deeds and valiant self-sacrifice at the Great Battle of the Giggling Donkey, I hereby make you an official member of the Kingdom of Koopa Keep. Jetzt erst? Welcome to the KKK. It's getting late. The Grand Wizard needs to go night-night. Okay, Mom, thanks for pointing out bedtime for everyone. It's a school night, hon. You and your little druid friends need to... We're not druids, Mom! We're fucking warriors and wizards! That's it. You're going to bed. The rest of you better get home too. Oh, wir müssen nach Hause. Quest erfüllt. Der Barde. Aufwertung verfügbar. Nice, wir sind Level 6. Die Stallungen. Oh, das ist so niedlich mit der Katze. Neue Quest. Es ist spät. So, wurde eigentlich mal wieder was Neues gepostet. Craig ist jetzt Single. Das hatten wir schon vorgelesen hier mit Kevin. Das ist neu. Craig ist jetzt Single. Tut mir leid, das zu hören, Kumpel. Diebe arbeiten allein. Sie hat mich zurückgehalten. Ja. Das tut mir aber sehr leid für den Craig.
So, wir müssen nach Hause zurückkehren. Aber erstmal gucke ich, was wir für eine Aufwertung noch machen können. Aber keine Vorteile, verdammt. So, was können wir denn leveln? Das könnten wir leveln. Wir haben Level 6. Erhöht den Schaden von stürmender Bulle. Also macht mehr Schaden. Perfekte Durchführung verursacht verringerte Abwehr bei allen übrigen Feinden. Oder hier das letzte Level. Jeder Schwung des Schlägers bewirkt jetzt Blutungsschaden. Mhm. Also das betäubt ja die Gegner. Das ist eigentlich mega praktisch. Deswegen weiß ich gar nicht, ob ich das jetzt unbedingt noch aufleveln muss erstmal. Verringerte Abwehr. Jetzt finde ich jetzt auch nicht so wichtig. Erhöht den Schaden von stürmender Bulle. Ich finde das eigentlich mit am coolsten hier, wenn das mehr Schaden macht. Jeder Schwung des Schlägers bewirkt jetzt Blutungsschaden. Ist auch ganz cool, aber na, ich glaube, ich mache mal das. Ich bin gespannt, wie viel Schaden das dann macht. Hier kann ich leider nichts mehr machen. So, dann gucken wir hier nochmal im Inventar. Ich habe ja neue Klamotten bekommen. Waldelfenrüstung. Du heilst jede Runde 20 TP, solange du einen Bogen benutzt. Das mache ich so selten. Fügt 8 Rüstung hinzu und schwächt feindliche Angriffe. Fügt 5 Rüstung hinzu. Momentan tragen wir die Rüstung des Kämpfers und Stapel Käsebällchen heilt jede Runde 5 Gesundheit. Frischer Kiefernduft, der dich an zu Hause erinnert. Ja, da ist eigentlich... Ah Mann, 20 TP ist schon geil, aber jedes Mal einen Bogen benutzen. Ich glaube, ich lasse es erstmal so, aber die Handschuhe können wir wechseln. Waldelfenhandschuhe. Fügt 3 Rüstungen zu und schwächt feindliche Angriffe. Fügt 1 Rüstung zu. Bogenangriffe fügen 10% mehr Schaden zu, Angriffe mit Distanzwaffen fügen. Ja, das ist nicht so interessant für mich, aber es hat halt mehr Rüstung noch. Heilfähigkeit stellen 10 mehr TP wieder her. Du erhältst 25 zusätzliche TP beim Heilen. Das ist auch nicht so interessant. Kann ich da noch was drauf machen? Na klar, guck mal hier. Du erhältst einen MP. Distanzangriffe fügen 5 mehr Schaden zu. Du erhältst zusätzlich 25, wenn du geheilt wirst. Du erhältst jede Runde einen MP. Du erhältst. Ja, MP finde ich jetzt nicht so wichtig. Ist das mir noch am liebsten hier mit dem Geld? Wobei ich das eigentlich auch nicht brauche. Wenn du Feuerschaden. 1 MP, wenn du einen Distanzangriff durchführst. 2 MP, wenn du Widerlichkeitsschaden zufügst. Du erhältst jede Runde. Da finde ich das mit am besten. Weil Widerlichkeit mache ich ja nur mit Kenny. Waldelfenmütze fügt eine Rüstung hinzu. Etwas. Du erhältst einen MP bei Bogenangriffen. Nee, so ist das schon ganz gut. So ist das gut, Freunde. So, wir haben jetzt einen elfischen elfischen Kurzbogen. Trifft für zusätzlichen Schaden stark gegen Rüstung. Feuert 3 Geschosse ab, die kritisch wirken, wenn du perfekt triffst. Krass. Waffe trifft 3-mal stark gegen Schilder. Und der Mongolenbogen brennt halt auch, ne? Aber da finde ich den eigentlich noch cooler. Was können wir da noch raufpacken? Wer 10% mehr Schaden hat, wenn du blockst. Angriffe ignorieren bis zu 5 Rüstungen. Du hältst 1 MP bei perfekten Angriffen. Fügt einmal Bluten bei einem perfekten Angriff hinzu. Das finde ich eigentlich ganz cool. So. Ich glaube, so lasse ich das mal. Und die Zeit ist auch rum, Freunde. Die Zeit ist schon wieder rum. Ich würde sagen, wir speichern hier mal vor dem Cooper Keep, vor dem KKK, wo wir jetzt nun offiziell Mitglied sind, ne? Es hat ewig gedauert, aber wir haben es geschafft, Freunde. Und was in der nächsten Folge passiert, das finden wir morgen aus. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe, ihr habt noch einen schönen Nachmittag und bis morgen, Sonntag sehen wir uns zu South Park. Tschüss.